Sie sind das Gegenteil von lahm. Sie sind die Brüder der Lebensfreude. Jungs, die barfuß Funken schlagen. The Saxons, die Gruppe mit Tänzern aus Chemnitz, Leipzig und Dresden, ist Deutschlands zweifacher Breakdance-Meister. Egal, was für einen Background man hat, egal, wo man herkommt, ob ich jetzt aus der reichen Vorstadt komme von Dresden oder tatsächlich aus Gobels, ist völlig egal. In der Ballsportarena Dresden zeigen The Saxons, was sie drauf haben. Außerdem performen Trickfußballer, Robodancer oder BMX-Akrobaten. Premiere des Street-Zirkus, eine Show der Stadt- und Straßenkunst. Was in anderen Großstädten von Deutschland schon normal ist, wollen wir doch gerne in Dresden mit etablieren. Deswegen haben wir heute unsere ganzen bekannten Freunde eingeladen. Seit 2013 existieren The Saxons. Die bis Anfang 30-Jährigen haben Eltern und Großeltern, die sich noch in der DDR am Hollywood-Kultfilm Beat Street über tanzverrückte Kids in der Bronx begeistert haben. Und bei mir war es tatsächlich der Klassiker, dass irgendwann meine Eltern gesagt haben, pass mal auf, heute Abend kommt ein cooler Film, den kennen wir damals noch aus der DDR, haben mir Beat Street gezeigt. Und dann habe ich angefangen zu Hause mich noch mehr rumzuspringen und zu bewegen. Wir wollen jetzt nicht bloß die nächsten 5 Jahre noch tanzen, sondern ich will gerne noch die nächsten 20 Jahre tanzen. Breakdance forever. Ihr Leben ist der Tanz. Knallhart, lässig, leistungsorientiert, noch in der Probe. Alles nur nicht langweilig. Einige sind Profis. Die Hälfte unserer Gruppe lebt vom Tanzen. Die andere Hälfte ist noch in der Lehre, in der Ausbildung, hat Arbeit oder geht noch zum Studium oder macht halt irgendwie noch was anderes nebenbei. In der Regel ist es so, wir haben einmal in der Woche gemeinsames Training, wo wir aus Dresden, Leipzig und Chemnitz zusammenkommen. Das ist meistens in Chemnitz. Ansonsten ist es so, man muss jetzt nicht unbedingt sehen, weil wir trainieren alle einzeln für sich. Also wir gehen jeden Tag ins Training, wir trainieren wirklich alle jeden Tag. Ihre nächste große Tanzbewährung, eine sogenannte Battle, absolvieren The Saxons am 22. September im Kraftwerk Chemnitz. Also sucht uns, findet uns, Sense of Unity, Crew Battle, Ende September und Chemnitz, seid dabei. Peace!